Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Da kommt schon wieder so ein weißer Nebeldinger auf uns zu. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ihr braucht Auf nur jeden zu Fall, fragen. wir sind in Burg Dragonspear angekommen. Haben Ski gerettet. Jetzt versuchen wir einfach mal, die Burg zu infiltrieren. Weil wir sollten ja auch aus der Burg Zeug klauen. Ihr seid zu weit entfernt, um das zu benutzen. Ja, die durchbrochene Mauer wurde vor kurzem mit Holzbrettern vernagelt. Okay, hier kommen wir gar nicht rein. Und ja, dieser Nebeldunst, der breitet sich immer weiter aus. Da kommt gleich schon die nächste Ladung hinterher. Ah, hier unten hin. So, dürfen wir einfach rein. Halt, Freund oder Feind? Wie kann ich das wissen? Wir kennen es nicht einmal. Ich bin ein Freund vom Wert und ein Feind, den man nicht haben möchte. Ich bin ein Passant, nichts weiter. Ich werde dich allein lassen. Nehmen wir das da. Drogen bedeuten uns nichts. Wir, die wir im Licht Ke von Keda stehen. Was ist euer Anliegen? Ich suche nach einer Möglichkeit, Drachenspeer zu betreten. Ich muss mit Keda Argent über wichtige Angelegenheiten sprechen. Nur diejenigen, die im Licht der strahlenden Dame gehen, dürfen ihn durch. Tragt ihr Kelas Siegel? Nein, noch nicht. Ich würde für sie kämpfen, soweit ich weiß, heißt ihr Kreuzzug neue Rekruten willkommen. Keine Angst, mein Freund. Auch ich gehe im Licht. Ich war eine verlorene Seele von Hoffnung beraubt, als sie mich fand. Sie zog mich groß. Ich war verwandelt. Und nun will ich nichts weiter, als hier zu dienen, als hier zu dienen, wie auch immer es ihr passt. Verzeiht mir, mein Herr, ich wusste nicht, dass ihr zu den Treuen gehört. Möge Kers Licht immer mit euch scheinen. Ich kann den Burghof von Drachenspeer erkunden, solange ich vorsichtig bin. Treacherous cow! Try it, Corinth. Try it and see what happens. Okay, hier steht: Verräterische Kuh, ich schneide euch eure lügende Zunge aus dem Hals. Sagt Corinth darauf: Wallis, versucht es, Corinth, versucht es. Und seht, was passiert. Ruhe, ihr beide. Alle sind jetzt verdammt noch mal ruhig, sagt Leopas. Okay. Was ist hier los? Keller heißt für meinen Geschmack zu viele Gestalten willkommen. Was wollt ihr? What do you want? Was wollt ihr? Von euch nichts. Dann geht. Something you need? Hallöchen, ich bin Dana. Und ich gehe. Danke für das Gespräch. Ich werde mich nicht vorstellen. So irre bin ich nicht. Oh, an der Truhe ist eine Falle. Yes, dear. Wie kann ihr braucht nur zu fragen. Knight Commander Tristian at your service. May the Lady of Strategy bring you victory. Ritterkommandant Tristan zu euren Ehren. Möge die Dame der Strategie euch den Sieg bringen. Und euch ebenso. Die Herrin der Strategie ist die Rote Ritterin, richtig? Tristan sagte dir, kennt ihr eine Wachsame aus Tiefwasser namens Halasan? Why do you ask that? Is Halasan here? Warum fragt ihr, ist Halasan hier? Ich habe gehört, dass jemand mit diesem Namen im feindlichen Lager stationiert ist. Sie ist in meinem Lager südlich von hier. Ihr kennt sie also. Ich nehme mal die Eins. Hello, Mr. Halasan and I grew up together. I knew there was a chance she'd be here. I'd hoped she wouldn't be. Aloysia Halasan und ich sind zusammen aufgewachsen. Ich wusste, dass es eine Chance gibt, dass sie hier ist. Aber ich hatte gehofft, dass sie es nicht sein würde.
Vielleicht solltet ihr zu ihr gehen. Versucht mit ihr zu sprechen, bevor ihr in die Schlacht eingezogen werdet. Was wird geschehen, wenn ihr im Kampf begegnet? Wenn Hoffnungen Drachen wären, wären wir alle Asche. Wenn ihr sie nicht auf dem Schlachtfeld treffen wollt, verlasst diesen Ort jetzt. Nehmen wir mal die zwei. She will fight as best she's able, as will I. We made our choices. Sie wird kämpfen, so gut sie kann, genauso wie ich. Wir haben unsere Wahl getroffen. I'd appreciate you not mentioning this again. Is there something else I can help you with? Ich würde es zu schätzen wissen, wenn ihr dies nicht noch einmal erwähnen würdet. Gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann? Ihr habt die Herrin der Strategie erwähnt. Das bezieht sich auf die Rote Ritterin, nicht wahr? Correct. The Red Knight gifts us with tactical knowledge in battle. Richtig, die Rote Ritterin bereichert uns mit taktischem Wissen im Kampf. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe gehört, dass sie ein exquisit gefertigtes heiliges Symbol tragen. You've heard of that? Well, it is true. The symbol is very special to me. A gift an old friend gave me when I joined the church. Ihr habt davon gehört, nun ist es wahr. Das Symbol ist etwas ganz Besonderes für mich. Ein Geschenk, das mir ein alter Freund gemacht hat, als ich der Kirche beigetreten bin. Wie zuversichtlich seid ihr, was die Kunst der Roten Ritterin angeht? Würdet ihr das Symbol in einem Strategiespiel einsetzen? Warum sollte ich eine solche Herausforderung annehmen? Ich habe hier ein Koronierbrett, eines der besten Taktikspiele, das jemals entwickelt wurde. Wie kann man seine Feinheiten besser lernen, als wenn man gegen einen Anhänger der Roten Ritterin spielt? Und um welchen Einsatz geht es, wenn ich diese Herausforderung annehme? Euer heiliges Symbol gegen 200 Goldmünzen. Stellt das Brett auf, gegen wen spiele ich? Nera. Ihr vertraut mir? Danke. Let's begin. Beginnen wir. You've bested me. The Red Knight has taught me a harsh lesson this day. Here, the holy symbol is yours. Ihr habt mich überrumpft. Die Rote Ritterin hat mir heute eine harte Lektion erteilt. Hier, das Symbol gehört euch. Danke. Your pardon. I have duties to attend to. Verzeiht, ich habe Geschäfte zu erledigen. Ich wette, wenn Daeros ein Hasardeur gewesen wäre, dann hätten sie ihn für all den Schaden verantwortlich gemacht. Das ist sowas von ungerecht. Hehlerin. Hier. Ja, ich habe schon mal den ersten Gegenstand. Ich brauche noch eine Standarte auf jeden Fall. You've overcome much in life. That is worthy of respect. Your comment is unexpected, but not unwelcome. Ein Regenerationstrank, die kann sie gleich mal trinken. So nun geht es. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Eine Kreuzritteruniform. Was ist hier passiert? Wacht auf, Salo. Kommt schon, Salo, steht auf. Steht auf, verdammt nochmal. Vergesst es, die Straße Same könnte ihn jetzt nicht nüchtern bekommen. Kommandant Trader wird nicht erfreut sein. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass dieser Salo hier sich nicht vom Alkohol fernhalten kann. Alle paar Tage finden wir ihn betrunken und bewusstlos vor. Salo sollte eigentlich den Morgenbericht zu Dreon bringen. Wenn Salo nicht auftaucht, wird Dreon wissen wollen, warum und wer erntet dann, was der Säufer gesät hat. Wir natürlich. Wartet mal, ihr seid neu hier, oder? Ich erkenne euer Gesicht nicht. Seid ihr ein Söldner? Nein, ich bin nur neu. Wir haben Glück, Dreon nimmt den Nachwuchs nicht zu hart ran. Tut uns einen Gefallen, bringt ihm seinen Wein und den Morgenbericht in Ordnung. Er wird sonst unerträglich sein. Also ja, den Bericht, den will ich gerne in die Hand nehmen. Also was soll ich tun? Füllt eine Flasche Wein von diesem Fässer, dann sucht Moraloffizier Dellet auf, holt eine Kopie des Morgenberichts und bringt diesen zusammen mit dem Wein zu Dreon. Einfacher geht es nicht. Wenn ihr eine saubere Uniform benötigt, dann nehmt eine aus den Kisten dort.
Das hört sich einfach an. Sehr gut. Ich werde tun, worum ihr bittet. Danke, mein Freund. Vergesst nicht, deine Sorgen um mir vorzutragen. Denn es ist pingelig, was das betrifft. Zapfer füllt den Weitschlauch auf. Oh, was ist hier? Ah, die Schlachtstandarte. Die kann ich einfach hier rausnehmen. Ja, wie ihr wünscht. Okay. Trollfesseln. Oh, bind me. Come here, we've got to get back to camp. Ach verdammt, Bello, ihr kommt hier, wir müssen zum Lager zurück. Komm, wir stimmt was nicht. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, das jetzt durchzugehen. I just saw a face I'd hoped never to see again. That man over there. I killed him once. And then four more times. I don't want to talk about it. Ich habe gerade ein Gesicht gesehen, das ich nie wiedersehen wollte. Dieser Mann dort drüben, ich habe ihn einmal getötet und dann noch viermal. Ich will nicht darüber sprechen. Ihr habt ihn fünfmal getötet. Was hat er getan, um das zu verdienen? Ihr habt einen einzelnen Mann fünfmal getötet, wollt aber nicht darüber reden. Wenn ich so etwas getan hätte, würde ich kaum über etwas anderes reden. Wenn man einen Mann tötet, der nicht tot bleibt, gibt es nichts zu feiern. Es war eine persönliche Angelegenheit und seine Familie hat mächtige Freude im Klerus von Lafander. Mir war also klar, dass er nicht tot bleiben würde, oder? Vielleicht sollte ich ja sagen, dass es mich nicht überrascht hat, ihn wieder am Leben zu sehen. Ich hoffte, unser letztes Meeting würde unser letztes bleiben. Let's just get out of here before he recognizes me. Ich hatte gehofft, dass wir uns nach unserem letzten Treffen nie wiedersehen würden. Gehen wir einfach, bevor er mich wiedererkennt. Ich flüchte nur ungern, besonders vor einem Gegner, dem ich überlegen bin. Erklärt euch. Wenn er euch kennt, ist er möglicherweise gewillt, euch von dem Plan des Kreuzzugs zu erzählen. Das könnte eine Gelegenheit darstellen. Rieche ich deine Geschichte? Erzählt mir alles, werte Damen. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Nun gut, aber sobald wir weit genug von ihm entfernt sind, will ich mit euch über die Sache sprechen. Nehmen wir die drei. His name's Baino Famari. And it's not him I'm worried about. It's the hundreds of crusaders that'll come running if we cross paths. Because if that happens, there's a better than good chance I'll kill him again. Er heißt Baino Famari. Selbst bereitet mir keine Sorgen. Die 100 Kreuzritter, die uns an den Fersen kleben werden, wenn unsere Wege sich kreuzen, aber schon. Wenn das geschieht, stehen die Chancen gut, dass ich ihn erneut töte. Ich muss genau wissen, was hier los ist, Corwin. Oder ihr könntet Informationen über den Kreuzzug erhalten. Dann sollten wir lieber von hier verschwinden. Nehmen wir die zwei. I can't imagine Baino willingly telling me anything useful. There's no love for me left in his coward heart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Baino mir freiwillig etwas Nützliches verraten würde. In seinem feigen Herzen ist sicher kein Platz mehr für mich übrig. Ich muss genau wissen, was hier los ist. Baino and I were together. It was a long time ago and it didn't end well, especially for him. I got Roma, so I'm not complaining. Nun gut, Benno und ich waren zusammen. Es war vor langer Zeit und es ging nicht gut aus, besonders für ihn. Ich habe aber Roma, also kann ich mich nicht beklagen. Er ist der Vater eurer Tochter. Benno kommt mir nicht gerade wie jemand vor, der wirklich an Keller glaubt. Er ist wohl eher ein Söldner. Könntet ihr mit ihm sprechen und vielleicht mehr über die Verteidigung des Kreuzes in Erfahrung bringen? Dieser Benno, ich nehme an, er hat nicht viel mit Romas Leben zu tun. Das erklärt eure Abneigung. Nur gut, vergesst, Benno. Lass uns dem weitermachen, weswegen wir hier sind. Nehmen wir die drei. He was there when she was conceived. He was never her father. When I told him about Roma. Er war da, als sie gezeugt wurde, aber er war nie ihr Vater. Als ich ihm vom Roma erzählte. I was young and stupid then. Becoming a mother smartened me up fast. Ich war damals jung und dumm. Als Mutter wurde ich schnell klüger. Whatever I do in this life. Whatever regrets I have, Roma's not one of them. She never will be. I love her. Which is just one of the many reasons I'd rather avoid dying here. Was auch immer ich in diesem Leben tue, was ich auch bereue, Roma gehört nicht dazu. Das wird sie auch nicht. Ich liebe sie. Das ist auch einer der vielen Gründe, warum ich hier lieber nicht sterben würde.
Ihr habt ein schönes und intelligentes Kind erzogen. Es missfällt mir, dass dieser Krieg euch von ihr getrennt hat. Wenn es euch gelingt, Bennett dazu zu bringen, auch nur einen Weg über die Kreuzung zu verraten, dann verbessern sich unsere Überlebenschancen. Und doch habt ihr unsere Tochter zurückgelassen, um 100 Kilometer entfernt gegen eine Armee von religiösen Fanatikern zu kämpfen. Das Glückste, was ihr tun könnt, ist diesen Ort verlassen. Nehmen wir die zwei. Wenn ihr denkt, ich sollte mit ihm sprechen, aber ich sage euch, es ist keine gute Idee.